zweiter Teil dieser kleinen Serie. Wir haben das unbestimmte Integral von 1 durch quadratische Funktion, dx. Können wir sehen. X² minus x plus 1 steht hier. Und wir haben gesagt, der Ansatz, wenn diese Funktion, diese Nennerfunktion hier Nullstellen, keine Nullstellen hat, dann haben wir den Ansatz der Arcustangens von f von x, von dieser Funktion, die wir hier finden. Die Ableitung davon ist 1 durch f von x² plus 1 mal f' von x. Das heißt, eigentlich wollen wir jetzt diese Form hier in diese Form bringen, um dann hinterher rückwärts anzuwenden, denn groß f' von x ist ja f von x. Bedeutet so viel wie die Ableitung hiervon, ne, dann muss ja dieses hier die Stammfunktion sein, wenn hier die Striche dran sind. Gut, also nach dem Prinzip des oder nach dem Schema, das ich im ersten Video gemacht habe, müssen wir jetzt also als erstes checken, hat x² minus x plus 1 Nullstellen. Dieses hier ist jetzt schon in einer Normalform, deswegen können wir hier die PQ-Formel anwenden, aber ansonsten kann man auch die Mitternachtsformel anwenden oder auf jeden Fall auf Nullstellen checken. X1, 2 ist gleich, minus 1 ist p, also ist minus p halbe, 1 halb. Plus minus Wurzel aus. Hier steht immer das Quadrat von dem, was vor dem Plus minus steht, und es steht hier minus 1. Dieses Teil hier ist negativ und deswegen gibt es keine Nullstellen des Nenners. Wenn es keine Nullstellen des Nenners gibt, ist es in diesem Fall, dass hier oben eine Konstante steht, tatsächlich so, dass wir jetzt unser Schema anwenden können, das dann hinterher auf eine Stammfunktion führt, die was mit Arcustangens zu tun hat. Und jetzt geht es los. Jetzt müssen wir aus dieser Funktion, dieser Nennerfunktion hier, ein Binom formen. Ja, vielleicht hast du dir das im ersten Teil abgeschrieben, das Schema. Dann ist dir das jetzt klar. Ansonsten musst du das jetzt im Moment erst einmal schlucken. Gut. So, wie kriege ich jetzt hier bei der Funktion x, ich mache mal hier immer die Nebenrechnung hin, x² minus x plus 1, daraus eine im Prinzip eine quadratische Ergänzung zu machen, würde bedeuten, wir wollen das Ganze in x minus oder plus, ja, in Klammern zum Quadrat, plus irgendwas reinschreiben. Da empfehle ich jetzt das Video zu quadratischer Ergänzung als Basisvideo und schreibe hier mal hin, dass das jetzt hier zu 1 durch x minus 1 halb in Klammern zum Quadrat plus 3 Viertel wird. Dx. Bedeutet also so viel, wenn wir das hier ausmultiplizieren, kommt da wieder x² minus x plus 1 raus. Und hier gibt es tatsächlich ein Basisvideo. Es gibt da auch ein kleines Schema zu. Ja? Man nimmt hiervon, von der minus 1, nimmt man einfach die Hälfte. Dann multipliziert man das hier aus. Und dann kommt hier hinten aus der Differenz zwischen 1 und dem, was hier als, dieses hier ist ja eine binomische Formel, a² minus 2ab plus b². Und a² minus 2ab ist halt tatsächlich x² minus x. Und dieses plus b² plus 1 ergibt dann halt hinterher 3 Viertel. Ja? Wir machen das mal einmal ganz kurz hier. Dann haben wir hier nämlich in Wirklichkeit x² minus 2 mal 1 halb minus 1 halb mal x ist halt minus 2x. Dann steht hier noch plus 1 Viertel plus irgendwas, das kennen wir ja noch nicht. Und dieses hier soll zusammen 1 ergeben. Und deswegen ist dieses irgendwas hier 3 Viertel. Gut, ist vielleicht zu lang geworden, kannst du dich gerne zu äußern, ob dann der Link zu der quadratischen Ergänzung besser ist oder nicht so gut. Diese Nebenrechnung kann ich ja auch schon mal wegwischen. Jetzt kommt als nächstes das Ausklammern für eine 1. Ich schreibe bewusst jetzt hier das Schema nicht hin. Hier kommt natürlich noch ein Gleichheitszeichen hin, hier kommt ein Gleichheitszeichen hin. Jetzt klammern wir 3 Viertel aus, damit wir hier hinten plus 1 haben. Diese plus 1 hier. Also steht da Integral von 1 durch x minus 1 halb in Klammern zum Quadrat plus 1. Jetzt müssen wir halt hier die 3 Viertel vor die Klammer ziehen. Und zwar nehmen wir ruhig eine eckige Klammer, denn wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, ergibt sich hier hinten schon mal die 3 Viertel. Und hier kommt nochmal 3 Viertel tatsächlich unter den Bruchstrich. Denn wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, kürzt sich hier die 3 Viertel weg und x minus 1 halb bleibt übrig. Und 3 Viertel mal 1 ist halt 3 Viertel. Jetzt steht in dem Schema drin, dass wir als nächstes das Quadrat zusammenbringen sollen, dieses hier. Das mache ich jetzt hier in einem Schritt. Ah, nee, mache ich nicht.
hier kommt noch natürlich noch dx hin, das darf man nicht vergessen, Integral von 1 durch, jetzt haben wir hier diese 3 Viertel mal, und jetzt soll hier eine große Klammer sein, oben steht natürlich x minus 1 halb und unten steht Wurzel aus 3 Viertel. Denn hier hinten, hier kommt ja noch das Quadrat hinten dran, plus 1 ist ja auch klar und dx dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt haben wir hier aus diesem Bruch diese Klammer mit dem Bruch gemacht und heißt ja nichts anderes als ein Quadrat an einem Bruch dran, heißt ja Quadrat an den Zähler ran, Quadrat an den Nenner ran. Und wenn wir, was müssen wir hinschreiben, um es quadrieren zu können, damit hinterher 3 Viertel rauskommt? Ja? Beziehungsweise Wurzel aus was ist gleich 3 Wurzel aus was zum Quadrat ist 3 Viertel? Logischerweise Wurzel aus 3 Viertel, weil Quadrat und Wurzel fressen sich gegenseitig auf. Gut, dann sind wir schon mal an der Stelle hier. Sieht schon relativ nah aus. Wir sind schon relativ nah dran, wollte ich sagen. Gut, jetzt kommt als nächstes Ableitung dieser Klammer. Das heißt, x minus 1 halb geteilt durch Wurzel aus 3 Viertel soll abgeleitet werden. Gut, Faktor vor dem x ist eine 1. Und dieses hier ist ja 1 durch Wurzel aus 3 Viertel. Das heißt, die Ableitung davon ist tatsächlich 1 durch Wurzel aus 3 Viertel. Und das ist das gleiche wie Wurzel aus 4 Drittel. Dann wird jetzt mit dem Teil hier ein Produkt ergänzt, was Teil Nummer 6 war aus dem Schema. Wurzel aus 4 Drittel, das müssen wir uns jetzt merken, damit ich hier das ein bisschen übersichtlich aufschreiben kann. Steht hier nämlich eigentlich im Prinzip genau das gleiche, was hier vorher auch stand. X minus 1 halb, Wurzel aus 3 Viertel plus 1. Jetzt steht hier hinten mal die Ableitung, Wurzel aus 4 Drittel mal 1 durch Wurzel aus 4 Drittel. Dx schreibe ich mal hier so ein bisschen krümelig an den Rand. Jetzt haben wir hier, das ist f'. Dieses hier, das Quadrat habe ich natürlich vergessen, dieses hier drin ist f von x, das Quadrat stimmt auch, die plus 1 stimmt und die 1 stimmt hier auch. Und das andere beides, dieses und das, was jetzt hier noch nicht drin steht, das sind zwei Faktoren, die wir einfach so lustig vor das Integral schreiben können. Hier steht ja im Prinzip auch sowas wie, diese 1, die schreiben wir jetzt mal auf den Bruch, und dann steht hier 1 durch 3 Viertel. Und diese 1 durch 3 Viertel können wir auch hier vorschreiben. Dann steht da 1 durch 3 Viertel. Das kann man natürlich schöner machen. Man teilt durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert mal nimmt. 1 durch 3 Viertel ist das gleiche wie 4 Drittel. 1 durch Wurzel aus 4 Drittel ist natürlich auch schön. Ne? Ich schreibe das erstmal so hin. 1 durch Wurzel aus 4 Drittel. Kann man natürlich sowas Ähnliches drauf anwenden. Mal Integral von 1 durch. Und jetzt steht hier x minus 1 halb geteilt durch Wurzel aus 3 Viertel zum Quadrat plus 1 mal Wurzel aus 4 Drittel dx. Jetzt kann als nächstes diese Formel angewendet werden. Dieses hier vorne können wir natürlich zusammenfassen. Kann man 4 Drittel ist ja Wurzel aus 4 Drittel Quadrat. Wenn man das jetzt sieht, okay, das ist hier lässt sich einmal kürzen. Bleibt da Wurzel aus 4 Drittel stehen, wenn wir das gekürzt haben. Aber das soll halt tatsächlich auch nicht das Augenmerk dieses Videos sein. Jetzt haben wir einen Vorfaktor, ein Integral und dann tatsächlich diesen Formelansatz. Und den werde ich jetzt mal hier oben hinschreiben. Ist gleich zack, zack. Jetzt machen wir hier, können wir auch ruhig davor schreiben, das Wurzel 4 Drittel. Pass auf, wir machen das schöner. Ist gleich Wurzel aus 4 Drittel mal, und jetzt machen wir hier die eckige Klammer für die Stammfunktion. Jetzt steht da a Cos-Tangens von, jetzt kommt die Funktion, die hier in den Klammern steht, x minus 1 halb geteilt durch Wurzel aus, was, 3 Viertel. F von x hat mit dem plus 1 hier nichts zu tun. Und dann noch plus c. Das lässt sich jetzt noch zusammenfassen, beziehungsweise einfacher schreiben oder irgendwie sowas, oder schöner schreiben. Das will ich jetzt hier nur mal ganz kurz machen. Weil im Prinzip sind wir durch mit der ganzen Aufgabe, aber einmal umschreiben ist vielleicht nicht so schlecht. Wurzel aus 4 Drittel ist ja das gleiche wie Wurzel aus 4 geteilt durch Wurzel aus 3. Und Wurzel aus 4 lässt sich ausrechnen als 2. 2 durch Wurzel 3 hört sich schöner an als Wurzel aus 4 Drittel, zumindest für manche.
So, dann haben wir hier mal Arcus Tangens. Das hier ist ein Mal. So, x minus 1/2 durch Wurzel aus 3/4. Wir können das Ganze erstmal hier unten auch wieder als Wurzel 3 geteilt durch Wurzel aus 4 hinschreiben. Das Wurzel 4 ist ja eine 2. Man teilt durch einen Bruch, indem man mit seinem Kehrwert multipliziert. Das bedeutet, wir können hier hinten auch mal 2 durch Wurzel 3 schreiben. Dann haben wir hier dieses Teil hier gar nicht mehr. Ja? Wir haben jetzt also nicht mehr durch den Bruch geteilt Wurzel 3 durch 2, sondern multiplizieren jetzt mit dem Kehrwert, bei dem wir Wurzel 4 dann schon als 2 substituiert haben. Und hier steht x minus 1/2. Wenn wir das ausmultiplizieren, steht da 2x minus 1 geteilt durch Wurzel aus 3. Ja, haben wir hier ausmultipliziert, plus c, und dieses hier wäre dann eine schöne Form. Und jetzt kann man ja mal gucken, wie lange man dafür gebraucht hat. Es geht natürlich noch schneller, und das funktioniert dann, wenn wir uns das Schema angeguckt haben für 1 durch a x² minus oder plus bx plus c. Hier ist einmal das Schild im Bild, und dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.